Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausflipper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mich letzte Folge ja mit dem Kamin geärgert, obwohl ich das mit diesen Säulen eigentlich eine total schöne Idee finde, aber er ist einfach nicht in der Mitte. Das nervt mich total, aber gut. Wir haben hier ein bisschen Platz gemacht für Sideboards, haben uns entschieden, welche Küche ich nehme und in welcher Farbkombination. Sollte sie euch nicht mehr gefallen, schreibt es in die Kommentare, gar kein Problem. Ich arbeite heute nämlich an einer anderen Stelle weiter. Genau, ich möchte heute die Bäder fertig machen. Wir fangen an mit dem kleinen Bad. Hier kann man nämlich auch das Licht anmachen, weil es draußen ja doch relativ dunkel ist. Das ist total komisch, dieses Kombi-Ding, das gibt es gar nicht, ne? Das kann man gar nicht kaufen. So, naja, das kommt auf jeden Fall weg. Die Dusche sieht irgendwie dreckig aus. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, warum die so komisch ausschaut. Vielleicht ist es auch bloß das Glas. Ich würde die Dusche drinnen lassen. Da mache ich jetzt mal nichts. Was ich jetzt machen möchte, ist auf jeden Fall hier eine Toilette einbauen. Die Steckdose da unten brauchen wir nicht. Genau. Und dazu machen wir die Anschlüsse. Upsi, Entschuldigung. Ich mache es mal wieder auf stumm. Wir brauchen eine Wasserinstallation für eine Spüle, nicht, sondern für eine Toilette. Jetzt gucken wir mal. Da ist, ich würde glaube ich das Spülbecken nochmal woanders hin machen. Und zwar möchte ich gerne die Toilette hier hin machen. Ja, muss nicht ganz so nah sein, aber auch nicht ganz so weit. So, genau. Die verkaufen wir. Und dann gibt es das Waschbecken. Das machen wir dahin. Genau. Das können wir hier schon mal aufdrehen. Denn das ist gleich so ziemlich das Erste, was wir bauen werden. Bad. Und dann brauchen wir ein Waschbecken. Ich finde ja dieses Waschbecken so großartig. Das ist so schön. Vielleicht nehmen wir das für das andere Bad. Mal gucken. Den haben wir auch schon öfter benutzt, aber nicht für uns. Das macht nicht so. Eiche? Nee, Eiche finde ich nicht schön. Buche? Oh, Zeder. Meine geliebte Zeder. Pappel? Nee, Pappel finde ich auch nicht schön. Teakbaum? Aha, ist mal was anderes. Amerikanische Ulme. Schwarzes Holz. Wengenholz. Eiche. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ist alles irgendwie. Lassen wir es doch einfach mal bei der japanischen Ulme. Ja. Das macht es, glaube ich, ein bisschen schicker. So. Ich möchte gern, dass wir. Zwischenklo, stellen wir zwischen. Ja, wir stellen zwischen Klo und Dings muss noch was hin. So, montieren. Okay, das tun wir jetzt da reinmachen. Da, Zuschaum, da rein, genau. Das übliche halt, ne, das kennen wir ja alles schon. Da erst noch aufdrehen, die Ringe draufsetzen, Rohr, hier, da und das alles und hier ranschieben und fertig, genau. Jo, sehr hübsch. Gut, dann nehmen wir mal eine Toilette, nehmen wir das. Ein kompaktes WC. Haben wir nicht hier irgendwie... Die Camo ist so ganz einfach. Genau, die Emi Enu Flatti. Ich denke, das hier mit Grau. So. Genau. Zack, zack, fertig. Hervorragend. So. Dusche haben wir ja drinnen. Waschmaschine und sowas brauchen wir hier jetzt noch nicht drinnen. Zubehör. Wir brauchen natürlich einen Abfalleimer. Nehmen wir mal den hier. Der ist, glaube ich, nicht so groß. Doch, der ist auch ziemlich riesig. Dann nehmen wir doch lieber einen mit Deckel. Genau. So. Wieso passt der denn jetzt da nicht hin? Da passt er hin, aber daneben nicht. Ja, egal. Mal gucken, vielleicht tun wir den nochmal woanders hin. Weiß ich noch nicht. Wir brauchen einen Spiegel. Der ist, glaube ich, bei Deko, ne? Spiegel. Ja, keine Ahnung. Den kenne ich noch nicht. Der ist neu. Dann nehmen wir den doch einfach. So. Mach das Licht an. Ui. Kann man sich beim Schminken besonders gut sehen. Dann Zubehör. Abfalleimer, Badezimmer. Genau. Ja, wir nehmen hängend Handtuch. So, was brauchen wir dann? Hier, die sind eigentlich ganz schön. Gucken wir mal. Uff. Nee. Handtuch mit
Da, grau und blau oder dunkelblau. Das soll ja auch so ein bisschen passen, ne? Wo kann man den denn hinstellen? Ach, das ist schön, der ist relativ schmal. Den kann man auch hier dran machen. Genau. Und dann brauchen wir auf jeden Fall dieses Toilettenhalteding. Kriegen wir das hier hinten hin? Ja. So. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, Toilettenpapier gab es eigentlich auch irgendwo, aber ich weiß gerade nicht wo. Stapel, Handtücher, Seife, Zahnbürste. Ja, das können wir alles, Zahnpasta, das können wir alles hier hinstellen, oder? Was? Ernsthaft? Wieso kann man das da nicht hinstellen? Was ist denn mit dir kaputt jetzt hier? Also man kann es nicht hinstellen. Okay, dann stellen wir es in den Schrank. Dann sind es eben halt sehr ordentliche Leute, die ihre Zahnbürste einfach mit in den Schrank stellen. Ich verstehe nicht, warum wir es nicht oben drauf stellen können. Ich finde das sehr schade, weil eigentlich, ich weiß nicht, ich habe meine Zahnbürste auf dem Waschbecken zu stehen. Und selbst die Seife kann man nicht darauf stellen. Das ist ja blöd. Das finde ich doof. Das ist nicht schön. Aber gut. So, wir können aber so einen Stapel Handtücher nehmen. Beige, grün, braun, ultra hässlich. Hups, wir sind... Kann ich die nicht doch? So. Ja, schön. Was gibt's denn noch? Kann man nicht eventuell, was man tun könnte, wäre... Na gut, aber das jetzt nochmal machen. Wir haben ja jetzt Handtücher, ne? Wenn wir jetzt dann nochmal Handtücher machen. Aber warum nicht? Warum eigentlich nicht? So, okay. Gut. Was gibt's da noch für Zubehör? Bücher, Badezimmer. Achso, da waren wir jetzt gerade. Da ist jetzt eigentlich nichts mehr. Eine Uhr? Brauchen wir eine Uhr im Badezimmer? Oh, eigentlich nicht, ne? Ich glaube nicht, dass ich auf die Uhr gucken möchte, wenn ich im Bad bin. Behälter? Da haben wir natürlich jetzt keinen... Hätten wir denn Platz für einen Schrank? Wir gucken mal. Möbel. Schränke. Kleine Schränkchen. Achso. Das ist doch kein kleiner Schrank. Wahnsinn. Hier sowas. Schokobuche. Schokobuche. Ja, okay. Nee, hätten wir nicht. Also man könnte vielleicht hier den hinstellen. Weil die Dusche, aber der ist etwas zu dick. Teakborn, Pappel, Eichel, amerikanische Ulme. Nee, wir hatten jetzt aber die japanische Ulme genommen, ne? Ja. Dass man hier nochmal einen Schrank hinstellen könnte. Aber, naja. Macht nichts. Was wir jetzt aber auf jeden Fall noch an Dekoration reinmachen werden, ist, ein bisschen was an Gemälden und Fotos, denn sonst, ich weiß nicht, irgendwie, man muss schon ein bisschen gucken. Oh. Oh, das ist ein bisschen aggros. Das ist ein bisschen aggros. Ich nehme immer dieselben Sachen, ne? Das ist so ein bisschen doof. Hier, das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Bild, ja. Warum suche ich mir so eine großen Sachen raus? So. Da. Und dann bräuchten wir eigentlich noch was mit einem weißen Rahmen. Hier. Genau. Das ist natürlich dann das Feeling. Das Meeresfeeling. Wir brauchen Fußboden, Teppiche. Oh, der ist neu. Den kenne ich noch nicht. Aber der ist ultra hässlich. Den will ich nicht. Pusteblume. Teppich, Pusteblume. Der ist eigentlich zu groß. Naja, das ist jetzt halt ein Teppich, ne? Aus besonders saugfähigem Material. Und das ist nicht so schlimm, wenn man da rauf tritt. Und ich habe keine Ahnung, wie man den Teppich unter die Dusche bekommen hat. Aber hey, wen stört's, ne? Den Lichtschalter finde ich ganz grausam. Und den auch. Und deswegen kommen neue Anschlüsse hin. Anschlüsse.
Genau, Lichtschalter. Dann nehmen wir doch einfach mal dunkelgrau. Ich nehme ja sonst immer eher so die helleren Sachen. Jetzt nehmen wir mal was dunkleres. Ja, Bobas, du hast recht. Es wäre schon cool, wenn man so zwei oder drei festsitzende Sachen hat. So sind die Lichtschalter wahrscheinlich wirklich alle unterschiedlich hoch. Aber hey, tja, damit müssen wir jetzt leben. Genau, Steckdosen. Dann nehmen wir jetzt auch dunkelgrau. Kaufe viele. Denn ich hätte gerne auf jeden Fall hier zwei. Da unten machen wir noch einen. Und keine Ahnung, da unten auch. Weiß nicht, wofür man das brauchen könnte, aber ist halt so. Ich hätte ja eigentlich gerne noch so einen... Können wir nicht Dekoration pflanzen? Haben wir nicht irgendwas hohes, schmales? Sowas zum Beispiel. Ja, der passt nämlich da wunderbar hin. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt gefällt mir das ganz gut. Jetzt kann ich gehen. Jetzt ist okay. Tschüss. So, hoch, dunkel. Gut. Dann machen wir... Nee, ich bin noch gar nicht zufrieden. Ich habe ja vergessen, die Wände und den Fußboden zu machen. Gut, den Fußboden, das ist okay. Das sind so normale, schlichte Kacheln. Das kann man so lassen. Aber die Wände nicht. Wandfliesen. Hellgraue Frischgrätenfliesen. Die sehen irgendwie komisch aus, aber ich weiß nicht, ich möchte gerne mal was Neues probieren, was anderes. Porzellanfliesen. Diese finde ich auch ultra hässlich, ne? Das geht mal gar nicht. Nehmen wir mal die hier. Da kann man dann, genau, mit Waldnebel, Beige, Stahlgrau. Gut. Okay, also wir kaufen ein Paket davon. Dann kaufen wir nochmal eins mit Stahlgrau. Nee, das ist zu dunkel. Der Raum ist eh schon so. Silbereis. Wir nehmen Silbereis. Und dann kaufen wir noch eine Farbe. Silbereis. Oh. Silbereis. Kaufen. So, und dann geht's los. Genau, ihr wisst ja, ne? Hinter der Dusche muss das immer mit Fliesen verlegt sein. Wenn ich dann rankommen würde, genau, da. Okay, gut. Schön. Dann jetzt habe ich hier noch 7. 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen jetzt mal die komplette Seite. Denn die müssten ja eigentlich immer hoch genug sein. Das ist blöd mit dem Bild. Das ist nicht so schön. Das finde ich nicht gut. Eigentlich würde ich gerne... Ich glaube auch nicht, dass das gut ausschaut. Warte mal, wir machen mal... Natürlich ist es jetzt nicht in der Mitte, ne? Naja. Wir machen jetzt mal die hier und die hier. Und dann nehmen wir die hier auf und machen auf jeden Fall das da. Genau, die sind nämlich hoch genug. Machen mal die Seite fertig. So. 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 Und jetzt haben wir noch 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na gut, dann machen wir einfach mal die Seite so. Und auf der anderen Seite tun wir nur malern. Genau. In dem Silbereis. Dann harmoniert das alles sehr schön. Genau, so. Die zwei sind dann wurscht. Achso, vielleicht sollte ich ein bisschen länger drauf hauen. So. Genau, jetzt machen wir das hier nämlich alles und dann benutzen wir das Silbereis vielleicht nochmal im Waschraum oder so, mal gucken. Das sieht sehr komisch aus mit den beiden. Gut, dass wir noch zwei haben. Jetzt geht's mir besser. Jetzt ist besser. So, jetzt müssen wir bloß das Bild hier nochmal ein bisschen versetzen, denn ich finde, das sieht sonst sehr komisch aus. Ja, jetzt ist besser. Und jetzt nervt mich der Boden.
Jetzt finde ich den Boden nicht mehr schön. Jetzt machen wir den Boden auch nochmal neu. Ne? Wie sieht denn das mit dem hier aus? Das Geld interessiert mich ja erstmal nicht. Sieht scheiße aus. gut. Sind das die hier, oder? Kann das sein, dass das das ist? Ja. Nö. Okay. Ja, nö. Den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Okay, das da, oder? Das ist es. Gut, aller guten Dinge sind... Doch, aller guten Dinge sind drei. Jetzt passt's. Ein schönes Badezimmer. Das einzige Problem, was ich sehe, wieso ist das nicht gleich? Ich habe das Gefühl, das sind unterschiedliche Farben. Ah ja. Wird schon. So. Aber es sieht trotzdem schön aus. Es gefällt mir gut. Es ist jetzt ein bisschen dunkel. Aber es ist okay. Es ist okay. Ja, doch. Das kann man so machen. Achso, wir wollten das ja mit in den Waschraum machen. Gut, dann fangen wir jetzt aber diesmal andersrum an. Wir machen jetzt erst Fußboden und dann... ja, das wird das große Badezimmer. Die habe ich noch nicht genommen. Es wird hier das große Badezimmer mit hoffentlich einer Badewanne. Also es wäre schon schön. Ich hätte echt gern mal eine Badewanne. Wände. So, wir haben jetzt... Vielleicht passen ja die jetzt dahin. Das könnte gut gehen. Okay. Das ist natürlich die Frage, wie groß war denn jetzt nochmal diese... Ich möchte ja unbedingt mal diese runde Badewanne einbauen. Die hier. Weil viele Badewannen gibt es ja jetzt nicht unbedingt, aber... Ja, weil so eine Quietsch, das ist irgendwie nicht so geil. Nee, wir nehmen die da. Genau, und jetzt würde mich mal interessieren... okay, also... Man könnte sie wahrscheinlich sogar hier hin machen, ne? Nee, das ist aber komisch. Wir machen sie hier hinten hin. Okay, das heißt, wir müssen da hinten an... Halt, Anschlüsse... Wasserinstallation der Badewanne. Müssen wir noch... Gibt es da noch was anderes? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay. So. Aufdrehen. Genau. Und dann machen wir das nämlich gleich. So, wir hatten... da. Genau. Und jetzt möchte ich gerne gucken, dass wir die möglichst nah an der Wand haben. Ich glaube, so ist es schon. Montieren. Okay. Die habe ich noch nie genommen. Und noch nie gebaut. Montiert. Mal gucken. Da. Okay. Ja. Und wenn man jetzt beim Klicken auch noch treffen würde, ne? Aha. Ja, aber es erschließt sich ja Gott sei Dank immer alles, ne? Es ist jetzt alles gar nicht so abwegig. Okay. Ach, das war's schon. Okay. Wow, cool. Passend. Yay. Ja, perfekt. Dann kommt hier die Toilette hin. Und hier das Waschbecken. Das finde ich hervorragend. Das finde ich richtig gut. Sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Anschlüsse. Spüle. Da war's. Nee, dahin. Das macht mehr Sinn. Und zwar einfach mal direkt in die Mitte. Weil ich möchte da gerne ein großes Waschbecken hinmachen. Ja, nur eins. Ich finde zwei Quatsch. Sorry, also ich wüsste nicht, warum ich da zwei hinbauen sollte. Genau, hier kommt die Toilette hin. Die muss nicht ganz so weit weg sein. Gut. Ja. Okay. Denn brauchen wir jetzt dann einen Lichtschalter, nehmen wir wieder. Jetzt nehmen wir mal hellgrau. Dahin. Gut, dann nehmen wir Badezimmer, die Toilette. Kompaktes WC, Emi. Nee, wir lassen die weiß. Wir lassen die weiß. Genau, halt dahin. Jetzt hätte ich natürlich...
Oder stößt man sich dann? Nee, das ist doof. Wir machen das einfach mal so mittig. Genau. Jo, achso. Ah, Toiletten sind cool. Zack, zack, zack. Genau. Nehmen wir das oder nehmen wir das dann? Ich meine, ich finde das so wahnsinnig schön. Also ich finde dieses Sapeli mit dem Weiß ist schön, aber auch Zeder wunderschön. Teak ist ein bisschen zu rot, das fände ich jetzt nicht so cool. Mit dem Kirschbaum ist das genauso. Pappel sieht auch wahnsinnig schön aus, weil das so ein warmes Holz ist. Möbel, Schränke, hängend. Pappel. Ja, gibt's. Huch. Hervorragend. Sehr schön. Wir nehmen jetzt mal die Pappel. Nee, das Weiß dazu. Obwohl, warte. Wir könnten auch Grau nehmen. Aber ich glaube, das sieht komisch aus, ne? Weil das ist ja auch Grau. Nee, das gefällt mir nicht. Nee. Wir nehmen das Weiß. Das ist, genau. Und jetzt hast du hier nämlich ein richtig schönes, großes Waschbecken. Oh, geil. Das finde ich richtig hübsch. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So. So. Achso, aufdrehen. Da. Und zack. Ja. Gut. Sehr schön. Und jetzt möchte ich gerne, jetzt brauche ich Pappe. Wie machen wir das dann am besten? Scheibenkleister, das geht mit dem Spiegel dann gar nicht, ne? Ah. Ich muss ja auf jeden Fall noch einen Spiegel hin. Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen überlegt, Mensch, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn man hier einfach noch so ein paar Hängeschränke oder sowas mit einbaut. Aber es gibt davon auch noch einen großen. Möbel, Schränke, hängend. Und da gibt es ja den großen noch. Oder auch nicht, doch da. Genau, die Pappe. Und dann, den kann man ja auch auf den Boden setzen. Jetzt ist bloß die Frage, wie viel Platz das ist. Und dann hast du hier nämlich einen großen Schrank. Sieht komisch aus. Ich hatte mir das ein bisschen hübscher vorgestellt. Verdammt. Den dann halt oben drauf. Oder auch nicht, weil es nicht passt. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr das findet. Was euch daran stört. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade echt, weiß ich nicht. Ich hatte es mir ein bisschen schöner vorgestellt. Mist. So, Deko. Decoration, Spiegel. Eigentlich müsste man jetzt so einen... Aber der sieht so klein aus. Ja, der ist relativ klein. Aber ich glaube, so einen richtig großen gibt es gar nicht. Der ist noch kleiner. Pappe, wie groß ist der? Der ist auch nicht wirklich größer. Schade, ich hätte echt gern, weil der ist hier, glaube ich, auch nicht so groß, ne? Nee. Spiegelmodul. Da könnte man wahrscheinlich mehrere, so einen großen Spiegel draus machen. Das könnte man ja mal versuchen. Achso, ja, man müsste mal halt plus kaufe viele machen. So. Ja, daraus kann man einen großen Spiegel machen. Ja. Sieht besser aus. Okay. So. Ach, scheiße, die ist so groß, ne? Ich hatte jetzt... Aber die kannst du oben draufstellen, ne? Verstehe ich nicht. Gut. Nee, ihr braucht es mir nicht in die Kommentare schreiben. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Das kommt weg. Das sieht komisch aus. Das finde ich nicht schön. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht schön. Gut. Wir machen mal als nächstes erstmal die Wände und so. Ne? So, hier auf jeden Fall. Dann kann man nämlich schon mal gucken, was man braucht. Denn, ja. Dann haben wir das nämlich schon mal hinter uns. Oh, dahin.
Okay, so 8 dahin. Jetzt wäre natürlich hier mit dem Fenster hervorragender Übergang. Für die halbhohen Wände. Müssen wir mal gucken. Ja, es geht gut auf. So, genau. Und Wände. Wandfliesen. Wir hatten hier den Fischgräten und wir hatten das Silbereis. Das könnte man ja eigentlich nochmal benutzen. Weil wir ja eh noch die Farbe übrig haben. Genau. Da müsste man hier oben nämlich nicht fließen. Und hier macht es einen guten Eindruck, wenn man das da auf die halbe Höhe macht. Ne? Das ist ein schöner Übergang. Das Waschbecken ist trotzdem von den Fliesen. Das finde ich, ja, das ist mir immer ganz wichtig. Ne? Wenn man dann Wasser verspritzt und sowas, dann ist das immer wahnsinnig viel Arbeit. Wieso ist da jetzt so eine ganze Wand? Das verstehe ich nicht. Habe ich mich doch verdingselt, ne? Naja, ist nicht schlimm. Okay. Gut, dann holen wir mal den Eimer, der hier steht. Und tun den mal hier hin. Jo, und dann malen wir. Da ist genug Farbe dran. Ne? Und dann machen wir hier nämlich das ganze Silbereis noch mit dazu. Wirkt jetzt dann natürlich ein bisschen dunkler. Müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen was Helles mit reinnehmen. Dass ja, das nicht ganz so erdrückend ist. Aber es macht halt einfach Sinn, was zu nehmen, was man eh schon da hat. Und von daher... So, brauchen wir noch ein bisschen Farbe. So. Und so. Obwohl, hier hätte man auch... Warte mal. Wir haben von denen doch noch. Dann machen wir hier lieber mit den Fliesen hin. Und da auch. Genau. Und hier draußen auch noch. Und da auch noch. So. Genau. Jetzt ist es besser. Ja, das sieht komisch aus. Haben wir noch eine? Ja, wir haben noch eine. So, wir haben sogar noch zwei. Dann machen wir das so. Ja, jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen dekorieren. Den Eimer können wir wieder raustun. So, jetzt kommt das Gleiche nochmal mit dem Zubehör Badezimmer. Diesmal könnten wir mal ein bisschen was Kräftigeres nehmen, ne? Es ist jetzt alles sehr gräulich gehalten. Nehmen wir was Helles. Meeresblau, Ozean und Cyan. Damit sich das auch alles schön beißt. Vielleicht können wir hier auch ein bisschen was Orangenes nehmen. Ja, das ist schön. Schön kräftige Farben. Die machen wir hier hin. Und ja, vielleicht kriegen wir dann doch nochmal einen Schrank drunter. Ne, vielleicht gibt es ja wirklich, nehmen wir halt keinen hängenden Schrank. Kleines Schränkchen. Das ist wahrscheinlich viel zu groß. Ja. Und das passt auch so gar nicht dazu. Eckschrank brauchen wir auch nicht. Hier, das ist es doch, ne? Pappe. Achso, das können wir so lassen. Farbe weiß, genau. Ja. Genau, das ist jetzt besser. Das gefällt mir besser. Ja. So, das geht. Das geht auch hervorragend. So. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, dass wir das nicht ganz so hoch machen. Ja. Ja, das ist viel, viel besser. So. Zubehör. Badezimmer. Genau. Dann machen wir. Ach, da sind so eine. Ich hätte gerne jetzt mal so eine runden. Smaragd. Und Meeresblau, was hatten wir jetzt genommen? Meeresblau hatten wir auf jeden Fall, ne? Genau, das hängt da oben. Und dann kommt hier eins hin. Und dann machen wir nochmal eins mit Orange. Das ist ja schließlich eine Familie mit Kindern. Da darf es auch ein bisschen bunt sein. Ja, das ist okay. Und dann müsste man eigentlich nochmal eins machen mit Cyan. Genau. Dann hat jeder sein eigenes Handtuch. Das ist ganz cool. Ja. Genau, das finde ich gut. Okay, dann möchten wir natürlich, dass kann man das hier auf die Badewanne? Nee, kann man nicht, ist nicht schlimm. Dann machen wir hier die Körperlotion hin. So. Was haben wir denn noch? Die Seife. So. Und dann kommt noch die Zahnbürste.
Die machen wir auch Meeresblau. Die Zahnpasta natürlich. Daneben. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich mich mal so genau damit beschäftige. Wahnsinn. Ich glaube, so genau habe ich das noch nie gemacht. Aber hey, ich finde es ganz cool, wenn man mal so ein bisschen ins Detail geht und sich Gedanken darüber macht, wie das dann halt alles aussieht. Ein weißer Föhn, das ist auch cool. Nee, da passt da leider nicht rein. Ah, komm schon. Komm schon, sei lieb. Ach, schade. Ich hätte ihn da echt gerne reingemacht. Und da passt er nicht rein. Dann passt er nicht doch da rein. Wenn man es nicht weiß, dann fällt es einem nicht auf, oder? Okay, es fällt einem schon auf. Na gut. Dann lassen wir ihn hier stehen. Aber dann weiß ich wenigstens, wo ich eine Steckdose hinmachen muss. So, apropos, dann machen wir ja gleich die Anschlüsse noch dazu. Steckdosen. Da hatten wir die dunkelgrauen genommen, ne? Nee, wir hatten das mittelgrau genommen. Und wir sollten auch viele nehmen, weil wir mehr wie einen brauchen. Genau, wir machen auf jeden Fall eine Steckdose drunter. Dann kommt hier unten eine Steckdose hin. Und machen wir zwei. So. Und dann können wir hier zum Aufladen von der Zahnbürste nochmal eins hin machen. Und ja, beim Baden möchte man vielleicht Musik hören und dann braucht man auf jeden Fall nochmal eine Steckdose, um sein Handy aufzuladen. So, okay. Dann brauchen wir noch Zubehör Badezimmer. Auf jeden Fall so ein Handtuch haben wir ja. So ein Klo-Dings, Klorollendings da. Genau, das machen wir dahin. Ja, passt. Und ich glaube, dann haben wir eigentlich auch so ziemlich alles, ne? So ein Ding würde ich jetzt nicht nochmal nehmen. Da haben wir jetzt eigentlich genug. Handtücher brauchen wir jetzt so auch nicht mehr. Okay, dann fehlt noch der Behälter. Okay, eigentlich kein Behälter, sondern sollen wir hier schon einen Wäschekorb hinschmeißen? Nö. Abfalleimer, genau. Nehmen wir mal einen hohen Abfalleimer, weil das das Hauptbadezimmer ist. Ja, toll. Eine tolle Idee, die Handtücher dahin zu machen. Da passen sie viel besser hin. Und dann haben wir einen Platz für den Mülleimer. Ha! Hervorragend. So, oder auch nicht? Warum passt du nicht dahin? Scheibenkleister. Na dann halt doch gerade. So. Gut, dann muss man jetzt ein bisschen gucken. Dann kriegt man den hier jetzt eigentlich. Ah ja, naja. Geht schon, ne? Okay. Ist okay. Was? Na, wir könnten, aber. Nee, das geht nicht, weil dann geht die Tür nicht mehr auf. Nee, es ist okay. Ja, es ist nicht perfekt mit dem Mülleimer, aber es ist okay. Oh. Ja, Kind ist halt ein bisschen kleiner, deswegen darf das ein bisschen tiefer hängen. Nein, so ist gut. Genau, okay. Dann möchte ich gerne dennoch ein großes Bild haben. Können wir denn zu den neuesten aufsteigen? Absteigend. So, das sind die teuersten. Okay. Gibt's hier. Achso, nee, gibt's nicht. Blick durch die Blätter. Was sagt denn das? Das ist wirklich groß. Okay. Nee, das finde ich aber nicht so schön, wenn das so groß ist eigentlich. Na, dann möchte ich lieber so kleinere Bilder haben. Berührung. Das ist was fürs Schlafzimmer. Schauen wir mal. Bild, Waldeingang. Die sind alle so nicht so gleich. Da, wir nehmen mal hier. So, machen wir es ein bisschen maritimer. Dann kommt daneben nämlich noch das Ding hin. Ach, herrje. Nee, mit Gold ist schon gut. Okay. Nee, aber eigentlich ist es schon dieses typische. Das kann man ein bisschen größer machen. Ein bisschen größer. Hallo? Das war eine riesige Gallione. Okay, Pflanzen. Pflanzen müssen wir schon hinstellen irgendwie. Hier, wir können ja mal sowas Ausladendes machen. So. Ja, toll.
Also ausladend ist sie ja, ne? Aber halt irgendwie, ja, das, nee, das ist nix. Das ist nix. Was haben wir bisher denn noch nicht so oft benutzt? Was ist mit der hier? Da was Blaues nehmen? Ja, das passt auch nicht. Das ist nicht so schön. Die haben wir noch nicht benutzt. So eine typische Pflanze. Aber ich weiß gar nicht, ob man das wirklich ins Badezimmer macht, ne? Ah, keine Ahnung. Meine Mutter wäre so verrückt. Die würde das machen. Die würde das machen. Pflanzen ins Badezimmer. Oh, Leute, ich bin total unzufrieden, ne? Ist das erste Mal, dass ich. Das Badezimmer ist einfach zu groß. Ich glaube, ich muss mir da nochmal was überlegen. Was ich mal testen. Nee, wollte ich nicht testen. Nee, aber das macht keinen Sinn, da eine Pflanze hinzustellen. Was man. Eine Zimmertanne, okay. Man könnte eine kleine halt oben aufs Fensterbrett stellen, eine kleine aufs Fensterbrett, ja. Achso, die ist halt so, okay. So, das kann man machen. Dann würde ich halt einen Teppich noch mit reinschmeißen. Grün passt halt überhaupt nicht, ne? Das sind hier aber auch nur Muster. Meeresblau. Passt das Meeresblau dazu? Das ist halt grün, ne? Also, das passt auch nicht. Verstehe ich nicht. Blau, nee, das sieht dann orange. Orange ist mehr so ein Kackbraun. Ist total schade, dass das da eigentlich andere Farben sind, wie sie angegeben haben. Aber hey, das könnt ihr schon. Nee, das sieht auch wieder so grün aus. Ich verstehe das nicht. Ich tue mich da echt ein bisschen schwer. Das ist immer die falschen Farben. Ne? Jetzt hast du ja auch, hier steht orange und eigentlich sieht es aus wie Kackbraun. Also nicht so wie, genau, hier, das ist, müsste doch, nee, es sieht auch wieder so blau aus. Also das da deklarieren sie als Meeresblau, ja? Hier, das da soll Meeresblau sein, das ist Cyan und das ist Orange. So, und wenn du dir jetzt den Teppich nimmst und hier Meeresblau, dann ist das Grün. Das finde ich sehr schade, dass man da die Farben nicht so angepasst hat. Dass es wirklich passt, ne? Das ja, gibt jetzt eigentlich keinen Teppich, der zu dem passt, wie ich es gerne hätte. Da hast du weder das Blau noch das Cyan noch das Orange. Super. Das finde ich ganz, ganz blöd. Das ärgert mich, dass es nicht so. Ja, und dann bist du wieder bei dem Kreis. Toll. Einfarbiger Teppich. Blau. Rot oder grün? So. Ich meine, das ist auch nicht das Gleiche, ne? Oh Gott. Wir lassen das einfach mit dem Teppich, ey. Langer Teppich. Ja, das ist okay. Das kann man machen. Aber ich finde es trotzdem schade. Aber es muss halt irgendwie noch was. Jetzt weiß ich, was fehlt. Es fehlt Vorhänge. Vorhänge und Jalousien. Schmal. Goldene Blümchen. Braune Streifen. Nee, Orange. Ey, das ist doch kein Orange, Leute. Das ist rot. Oder so ein Fuchs. Oder so. Für Jungs. Toll. Ja, bist du wieder beim Cyan. Oder machst du es weiß? Aber weiß ist auch so. Feine Blumen. Wir machen jetzt feine Blumen. So. Ich weiß, die hatte ich schon mal gehabt, aber das macht nichts. Ich hätte jetzt auch eine Jalousie nehmen können oder sowas, aber das ist irgendwie auch nicht so. Und ansonsten müssen wir halt mit den Handtüchern nochmal. Ich glaube, das ist die bessere Variante, dass man mit den Handtüchern nochmal arbeitet. Wir machen nochmal. Was ist da jetzt drin? So rot, pink, blau. Okay, wir gucken nochmal. Ja, Entschuldigung, aber das stimmt mich nicht zufrieden. Und ich
möchte eigentlich schon, dass ich das Haus vergeben kann und zufrieden sein kann. So, aber hier sind die, nee, Moment. Hier ist nicht das Richtige dabei. So, jetzt gucken wir hier mal, Stiefmütterchen. Ach je, und jetzt hast du wieder das Gleiche in grün. Weil jetzt hast du nämlich wieder nicht die Farben, die man gern hätte. Das sind jetzt die hellen. Aha. Aha, okay. Blümchen. Das nervt mich voll richtig. So, dunkelblau. Türkis. So, dunkelblau. So. Ja. Ist überhaupt nicht passend, aber das ist mir jetzt langsam egal. Ich finde das doof. Das Badezimmer, das ärgert mich jetzt so sehr und jetzt ist langsam Feierabend. So, dann brauchen wir natürlich die passenden Dinger wieder dazu. Wir hatten einmal Stiefmütterchen genommen. Ne? Ja, genau, Stiefmütterchen. Wir hatten einmal das Blau genommen. Und wir hatten einmal das Rosa genommen. So, jetzt können wir aber mit den Teppichen auch besser handhaben, weil jetzt müsste auch ein Teppich dabei sein, der dazu passt. Okay. Hoffe ich. Genau, hier. Und jetzt müsste das mit dem... Mit dem Blau oder mit dem anderen? Nee, mit dem Blau passt es nicht so gut. Nee, Grasgrün, nee, ist auch nicht lila. Das ist auch nicht zwangsweise. Jetzt haben wir das gleiche. Na, hier, das passt. Das ist okay. Passt eigentlich auch noch nicht so ganz, aber... Okay, ja. Ja. Also ich bin halt nach wie vor noch nicht ganz zufrieden, aber gut. Ich denke, wir machen Schluss für heute. Ich brauche ein bisschen Pause. Muss was trinken. Und ja, es ist schon sehr spät. Wenn ich auf die Uhr gucke, ist es schon wieder 20 nach 20 Uhr, 22 Uhr, 20 nach 10. So hieß es. Ja. Ihr Lieben, trotzdem vielen Dank, dass ihr das mit mir durchgehalten habt. Freue ich mich sehr drüber. Lasst doch einen Daumen da, gerne auch Kommentare. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann gerne auch den Abo-Knopf drücken, damit ihr kein Video von mir verpasst. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und Tür zu, Affe tot. Ciao, ciao.